Die Trauer in Freiburg nach dem Tod des 8-jährigen Armani ist groß. Am Samstag stellen hunderte Menschen Kerzen für den Jungen auf. Die Dekane der katholischen und evangelischen Kirche der Stadt beten mit den Trauergästen. Und auch hunderte Luftballons werden symbolisch in den Himmel geschickt. Wir sind sehr berührt in unserer Stadt, weil das jetzt das 6. Tötungsdelikt ist in kurzer Zeit. Und wenn dieses 8-jährige Kind natürlich einem solchen Verbrechen zum Opfer gefallen ist, ist das natürlich etwas ganz, ganz Schlimmes, was natürlich jeden, also jede Frau, jeden Mann, ja jedes Kind im tiefsten verletzt. Und man kann es nicht fassen, dass es Menschen gibt, die sich an Kindern vergreifen. Und es ist uns allen ein Rätsel, wie das überhaupt geschehen konnte. Rund 2000 Menschen nehmen am Samstag an dem Trauermarsch vom Betzenhauser Torplatz zum Bürgerhaus im Seepark teil. Viele haben Kerzen und Luftballons bei sich. Vor allem junge Familien mit Kindern wollen mit den Angehörigen des getöteten Jungen trauern. Die große Betroffenheit in der Stadt spürt auch die Polizei. Über 300 Hinweise sind mittlerweile eingegangen. Heute hat die Polizei dann offiziell die Kleidung des getöteten Jungen veröffentlicht. Man hofft darauf, dass sich Passanten an die auffälligen Klamotten von Armani erinnern. Er trug diesen grauen Kapuzenpullover mit Hip-Hop-Aufdruck. Eine schwarze Jeans. Und schwarz-weiße Fila-Turnschuhe mit orangenen Verzierungen. Weiterhin ist auch der Ball vermisst, den suchen wir auch noch mit Hochdruck, weil wir uns tatsächlich durch den Ball eine weitere heiße Spur erhoffen, wo er gefunden wurde, unter Umständen der Ball auch als Spurenträger in Betracht kommt. Neben sachdienlichen Hinweisen an die Polizei gab es in den letzten Tagen auch immer wieder Falschmeldungen in den sozialen Netzwerken. Derzeit kursiert dort ein gefälschtes Phantombild, unter dem Namen der Polizei veröffentlicht und tausendfach weitergeleitet. Die Polizei hat bislang kein Phantombild eines Täters veröffentlicht und nimmt davon ganz klar Abstand. Bei einer solchen Verbreitung eines Phantombildes handelt es sich natürlich nicht um ein Kavaliersdelikt. Das wird auch weiterhin untersucht und verfolgt von der Polizei. Und deswegen bitten wir eindringlich nochmal, von solchen Aktionen Abstand zu nehmen. Trotz der vielen Hinweise hat die Polizei noch immer keine heiße Spur. Ob der Junge einem Sexualdelikt zum Opfer gefallen ist, kann man noch nicht komplett ausschließen. In Teilen der Bevölkerung wächst der Zorn auf den Täter. Auf sozialen Netzwerken wird sogar zur Selbstjustiz aufgerufen. Also ich meine, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht der Lynchjustiz nun anheimfallen. Als Christen sind wir natürlich im Gebet hier ganz mit den Eltern und den Angehörigen verbunden. Aber wir beten auch, und das sage ich Ihnen ganz ehrlich, auch für den Täter. Und wir beten auch für alle Menschen, dass sie eine Umkehr haben. Die 50-köpfige Sonderkommission will morgen neue Flugblätter mit der Kleidung des Jungen verteilen und erhofft sich dadurch neue Hinweise aus der Bevölkerung.